Festival findet jetzt Januar 2017 zum dritten Mal statt in Basel unter das Motto Go East. Wir werden präsentieren Musik hauptsächlich aus Ungarn mit Schwerpunkt auf Ligeti und Kotak. Eigentlich das ist ein klassischer jüdischer Musikfestival und mir war es wichtig, ich bekomme ganz oft die Fragen, was ist jüdische Musik? Klezmer, das ist immer so die Frage und ich liebe Klezmer. Aber mir war es wichtig zu zeigen, dass jüdische Musik hat sehr viele Gesichter und das versuche ich in Mizmorim jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt zu nehmen und das zu zeigen. Ich habe Stücke ausgewählt, die ich sehr mag und wenig bekannt sind und ich finde das als Aufgabe, die Stücke zu zeigen und dazu noch Musiker, die ich sehr schätze und freue mich hier in Basel zu haben, wie das Doric-Streichquartett, die kommen zum zweiten Mal jetzt bei uns, zu uns und das Szymanowski-Quartett zum ersten Mal. Nicolas Daniel, der Oboist, der kenne ich seit meiner Studiumzeit und Norm Greenberg, der israelische Pianist und Leute, die wirklich Experte sind für diese Musik und können die Musik auch sehr schätzen und das war mir wichtig, alle hier zu haben, zusammen mit mir das Festival zu feiern. Dazu bin ich noch so, machen wir weiter, die Kooperation mit der Musikhochschule in Basel und Musikhochschule in Trossingen, dass die junge Uprising Stars Studenten werden bei uns auch spielen. Das finde ich sehr wichtig, die Bühne auch an die jungen Leute, an die nächste Generation zu geben und in richtige Konzertorten zu spielen. Wir werden Mizmorim über 4 Tage feiern, in 4 verschiedene besondere Lokale in Basel oder vor allem Lokale, die ich total mag und sehr schätze. Das sind die Garde Nord, Ackermannshof, Museum Tingeli und The Bird's Eye Jazz Club.